In diesem kurzen Video geht es um die Revit Inhaltsbibliothek oder Content Library, die normalerweise zusammen mit Revit installiert wird. Vielleicht kennt ihr das Problem, manchmal wird die Library nicht automatisch mitinstalliert. Das Problem zeigt sich typischerweise, wenn man zum Beispiel den Befehl Bauteil platzieren auswählt und anschließend auf Familie laden klickt. Im darauf erscheinenden Dialogfeld sieht man, dass man zwar in der Metric Library ist, jedoch nur zwei Ordner zur Auswahl hat: Ingenieurbau, Betonfertigteile und Routenanalyse. Weitere Ordner fehlen. Es hängt nun davon ab, mit welcher Revit-Version ihr arbeitet. Für die Versionen bis einschließlich 2024 kann die Library direkt von einer Autodesk-Webseite heruntergeladen werden. Sie ist auch in der Videobeschreibung verlinkt. Hier sehen wir die Seite Autodesk Revit Content. Hier könnt ihr die verschiedenen Versionen auswählen. Ich klicke beispielsweise auf Revit 2024 und schon erscheinen die länderspezifischen Inhaltsbibliotheken, die Autodesk für diese Version bereitstellt. Weiter unten findet ihr die deutschsprachige Library German Content mit etwa 2,7 GB. Diese ausführbare Datei könnt ihr einfach herunterladen und mit Adminrechten installieren. Das war die Vorgehensweise für Versionen bis 2024 und ihr könnt diesen Prozess auch für ältere Versionen nutzen. Für die Revit-Version 2025 hat sich der Ablauf jedoch geändert. In der aktuellen Version müsst ihr über euren Autodesk-Account gehen und unter Produkt-Updates nach der Library suchen. Am besten stellt ihr den Veröffentlichungszeitraum auf alle und filtert unter Typ auf Content. Dort findet ihr die Downloadmöglichkeiten. Die German Content Library könnt ihr dann herunterladen und installieren. Auch hier sind Adminrechte erforderlich. Nach der Installation sollte Revit folgendermaßen aussehen. Wenn ihr auf Bauteil klickt und Familie laden auswählt, seht ihr nun die vollständige Ordnerstruktur der Library. Übrigens könnt ihr das auch mit anderssprachigen Libraries machen. Es gibt ja auch für andere Sprachen die Bibliotheken. Und hier seht ihr dasselbe Problem, die sind erstmal nicht installiert. Ich hoffe, ich konnte euch mit dieser Anleitung weiterhelfen. Viel Erfolg beim Ausprobieren und bis zum nächsten Mal.